Also wir zeigen euch heute mal den Aufbau des Dodekaeders mit den neuen Kugelverbindern. Das sieht man hier einmal. Und zwar steckt man jetzt hier überall die Stäbe rein. Jason hat das schon ganz gut gemacht und zeigt das gerade einmal. Die Verbinder werden jetzt also nicht mehr in die Stäbe hineingesteckt, wie wir das davor gehabt haben, sondern wir stecken jetzt die Stäbe in die Verbinder. Wir sehen also, wenn man den jetzt hier reinsteckt, dann können wir den mit dem Imbus hier unten festziehen. Und jetzt haben wir hier ein Konstrukt, was gut verhebt. Ja. Und darauf können wir jetzt aufbauen. Wir fangen allerdings beim Dodekaeder mit dem Aufbau am Boden an und bauen als allererstes unten das Fünfeck auf und stecken dann auf der Seite die Stäbe langsam rauf. So geht das eigentlich am einfachsten. Wir machen das jetzt einmal und zeigen euch das. Also davon bauen wir jetzt gleich zwei auf. Einmal unten die Basis und dann noch einmal genau die gleiche Struktur, die wir dann oben am Ende auflegen können. Einfacher, wenn wir den Bau gemeinsam vollziehen, und das macht natürlich auch mehr Spaß, wenn wir die Dinge gemeinsam und nicht alleine machen. Und jetzt fehlt uns noch das Dach des Dodekaeders. Jetzt könnten wir natürlich theoretisch über Kopf arbeiten, das ist auch möglich, oder wir erleichtern uns die Arbeit ein wenig, indem wir solch eine Basis noch einmal am Boden aufbauen und dann von oben einfach draufstülpen. Jetzt haben wir das Dach des Dodekaeders aufgebracht und lockern die Schrauben oben wieder ein wenig, damit wir die Stäbe komplett in den Verbinder versenken können und dann wieder festziehen. Können wir die Verbinder wieder festziehen? Ihr braucht auch keine Angst haben, dass ihr die Stangen oder die Verbinder verbiegt. Wir haben die Stangen noch mal dicker konzipiert, sodass sie Wind und Wetter auch besser standhalten. Also achtet beim Aufbau auf
wirklich gerne darauf, dass die Stäbe komplett in den Kugelverbindern versenkt sind und zieht dann die Schraube an. Dabei braucht ihr keine Angst haben, dass ihr etwas kaputt macht, weil das Material ist wirklich sehr solide. So, jetzt müssten alle Verbinder mit allen Stangen wirklich gut verbunden sein. Und um das zu testen, könnt ihr einmal aus dem Dosenkel wieder heraustreten und simulieren und einen starken Windstoß simulieren, in Anführungsstrichen. Also ihr könnt einfach anfangen, den zu rollen und gucken, ob alle Seiten auch fest genug sind. Hier haben wir noch eine Seite, die noch nicht sufficient fixiert gewesen ist. Dann lockern wir die Schraube noch einmal und bringen den Stab ein wenig tiefer ein und ziehen die Schraube wieder fest. Kommt wieder aus dem Durchgang da raus. Und rollen ihn einfach mal, simulieren den starken Windstoß. Da sehen wir, hier ist noch eine Ecke, die noch nicht suffizient befestigt ist. Fenster hält. Da hinten ist noch eine Schwachstelle. Also, ihr seht hier jetzt, dass er auch auf dem harten Boden diesen ganzen Erschütterungen, die womöglich auch vom Wind und Wetter passieren können, eben sehr gut standhält. Und ihr könnt ihn jederzeit wieder auseinanderbauen, im gleichen Prozess, indem ihr einfach die Schrauben löst und die Stäbe wieder aus den Verbindern herausnimmt. Man könnte ihn auch leicht transportieren und woanders wieder aufbauen. Weshalb ist der Dodekaeder so besonders? Nun, das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen ist beim Dodekaeder von allen platonischen Körpern am größten. Dies macht ihn zum perfekten Katalysator für im Inneren ablaufende Prozesse und interessant für Anwendungen, bei denen eine hohe spezifische Energieabsorption gefordert ist. Die Fähigkeit, maximale Energie nach innen zu lenken und zu verstärken, macht ihn so gut geeignet, den Wirkradius der Sphärenharmonieanlagen sofort auf 180 Kilometer zu maximieren. In der antiken griechischen Philosophie repräsentierte er das Element Äther, das als Medium für die Bewegung der Himmelskörper und als Atem der Götter angesehen wurde. Jedoch auch in der modernen Chemie und der Biologie sind Dodekaeder und Dodekaeder-ähnliche Strukturen von großem Interesse, da sie einzigartige Eigenschaften in Bezug auf Stabilität und Reaktivität aufweisen. Ihre erhöhte Oberfläche, optimierte Energieabsorption und gesteigerte Katalysatoraktivität wird genutzt, um die Aktivierungsenergie für chemische Reaktionen zu senken, was wiederum zu einer höheren Reaktionsgeschwindigkeit führt. Dodekaedrische Katalysatoren können nicht nur effizienter, sondern auch selektiver in ihren Reaktionen sein,
Dies ermöglicht dann wiederum gezieltere Umwandlung und reduziertere Nebenproduktbildung. In der modernen Sensortechnologie zum Beispiel können Sensoren mit dieser Geometrie Signale gleichmäßig in alle Richtungen aussenden und empfangen. Dies ist vorteilhaft für Anwendungen, bei denen eine Rundumabdeckung erforderlich ist. Ebenso integriert der Dodekaeder die Energie der bedingungslosen Liebe in die Sphärenharmonieanlagen, verstärkt feinstoffliche Energien und soll sogar Heilenergien freisetzen. In Allegorie zur fünften Herzkammer ermöglicht er eine direkte Standleitung zum Göttlichen. Er ermöglicht es somit, einen Ort zu schaffen, an welchem man schneller Stille und Einkehr finden kann. Der Dodekaeder ist also das Bindeglied zwischen dem Makrokosmos, dem Universum, und dem Mikrokosmos, den individuellen energetischen Feldern. Diese Verbindung ermöglicht es, dass kosmische und erdgebundene Energien harmonisch interagieren und ein energetisches Gleichgewicht schaffen. Er ist in der Lage, Orgonenergie sowie auch die Schumann-Frequenz aus verschiedenen Richtungen harmonisch nach innen zu bündeln und dann wieder nach außen abzugeben. Dies macht ihn besonders geeignet für die harmonische Strukturierung von Energieflüssen, die natürliche energetische Balance zu fördern, sowie die Selbstregulierungsprozesse in Umwelt und Mensch zu unterstützen.